Hi, ich bin Philipp, das ist der Gefahrenunterricht und ihr seht, es geht tatsächlich weiter mit den Videos. Ich möchte heute über LMS, Lernmanagementsysteme sprechen und ein Plädoyer dafür halten, die möglichst offen zu halten und oder offen zu lassen oder zu öffnen. Und was ich damit meine, das zeige ich jetzt kurz. Und zwar publiziere ich meine Unterrichtsunterlagen auf zwei Seiten. Das ist zum einen unterricht.phwa.ch. Das ist jetzt eine Einheit zu Podcasts und ihr seht, das ist eigentlich ein einfaches Blog-Interface. Wenn man das jetzt im Netz sich frei anschaut, dann sieht man das da oben nicht. Das ist dann einfach eine einfache, minimale Webseite und da publiziere ich eigentlich Links, aber auch Dokumente. Das kann man sich als PDF runterladen. Ich kann da auch Videos einbetten, wenn das nötig sein sollte. Und das publiziere ich im Netz. Da stehen keine Daten drauf von Lernenden. Da ist nichts Schützenswertes, sondern das ist einfach so gehalten, dass möglichst viele Menschen möglichst einfach ohne Login, ohne irgendwas darauf zugreifen können. Die andere Seite ist meine Fachdidaktik-Seite, die ist, lautet ft.phwa.ch. Und auf dieser Fachdidaktik-Seite, ihr seht, das ist so das gleiche Template. Ganz einfach, da habe ich Beiträge aufgelistet. Dann findet man hier dann jeweils die Modulbeschreibungen. Da ist einfach zu jeder Sitzung aufgelistet, was wir gemacht haben. Alles Material ist da verlinkt, was verlinkt werden sollte. Und man kann sich da dann auch die früheren Module anschauen und eigentlich durch jedes Modul sich durchklicken und sich das anschauen. Jetzt ist es natürlich so, dass das ist meine Tätigkeit an der Uni. Da gibt es ein Lernmanage-System, das ist OLAT. Da kann ich Dateien in ein Unisystem hochladen und das hier mache ich vieles für die Schule. Da habe ich auch ein Lernmanagementsystem, das ist Teams oder ja, SharePoint. Da könnte ich alle Dinge publizieren, wenn ich möchte. Aber ich möchte nicht nur, sondern ich finde es auch nicht gut, wenn man es macht. Weshalb? Weil es dann nur für die eingeloggten Lernenden zugänglich ist. Das heißt, schon nur, wenn jemand eine Klasse wiederholen muss oder die Schule wechselt, dann ist es für die Studierenden oder Lernenden dann nicht mehr zugänglich, was ich publiziert habe. Das ist so das eine Problem. Und zweitens gibt es auch Menschen, die sich auch für das interessieren, was ich oft steuerfinanziert erstelle, was aber ihnen vorbehalten wird, indem man so ein Lernmanagementsystem verwendet, das so ja die Wände hochzieht und geschlossen ist. Geschlossen sein muss es aus Datenschutzgründen, auch aus Personalisierungsgründen, weil man wirklich mit den Namen und den echten Personen arbeiten will. Und deshalb finde ich es gut, wenn es so eine Doppellösung gibt. Also hier publiziere ich mein Unterrichtsmaterial. Und jetzt, das finde ich sehr schön. Ich kann natürlich bei OLAT darauf verlinken, wenn ich das möchte. Das ist nicht besonders spektakulär, aber bei Teams geht das aus meiner Sicht etwas einfacher. Das ist jetzt eine Teams-Seite von einer meiner Klassen. Und ich habe jetzt hier oben mit dem Pluszeichen einen neuen Reiter hinzugefügt, eine Registrierkarte. Und die einfachste Registrierkarte ist eigentlich URL. Ja, nein, es das heißt nicht URL, es das heißt Website, genau. Eine Website ist die einfachste. Und ich habe hier jetzt diese Seite, die ich euch schon gezeigt habe, einfach direkt in das Teams reinkopiert. Das heißt, sie ist jetzt hier genauso sichtbar, wie sie frei im Netz steht. Was das für mich für einen Vorteil hat, ist, ich kann auf Publikationen in Weiterbildungen und so weiter darauf verweisen und sagen, schaut mal hier meine Seite zu Podcasts oder ganz andere Unterrichtseinheiten, die ich gemacht habe. Und ich kann es hier mit den Klassen wirklich auch so benutzen, dass es in Teams sichtbar wird. Ich kann darauf verweisen, ich kann Aufgaben darauf beziehen und die Schülerinnen und Schüler finden es, ohne dass sie einen zusätzlichen Link brauchen, ohne dass sie auch Teams verlassen müssen, können sie hier direkt diesen Download beispielsweise auslösen und das Dokument wird jetzt runtergeladen in Teams. Und ich kann hier einen Link öffnen und der Link geht in Teams auf. Das wäre aus meiner Sicht das gewesen, was ich dazu sagen möchte. Es braucht natürlich die Fähigkeit, so eine Seite zu eröffnen. Das ist ganz einfaches WordPress. Das schaffen eigentlich alle so in 2 Stunden, sich einen WordPress-Blog
zu erstellen, dann dort die Unterrichtsmaterialien zu publizieren und im Lernmanagementsystem dann lediglich darauf zu verlinken. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.